Ich war wirklich ein richtiges Opfer, so ein richtiger Vollpfosten. Dieses endlich Teilhaben am wirklichen Leben mit allen Problemen, die man so hat, Rechnungen mit bezahlen, sich einen Job suchen, Geld organisieren, Party machen, Leute treffen, Frauen einladen, alles was so dazugehört. Ich könnte das nicht vorstellen, das war für mich der Beginn einer Ära. Früher habe ich mich behindert gefühlt, heute auf gar keinen Fall. Heute bin ich einfach ein Mensch wie der andere. Hallo meine Freunde, ich grüße euch bei einer weiteren Folge von Udo erzählt euch eine Geschichte aus seinem Leben. In der letzten Folge ging es um meine Geburtstage und wie sehr ich die gefeiert habe oder auch nicht. Das Video findet ihr in der Beschreibung, da wünsche ich euch nachher viel Spaß. Und heute erzähle ich euch über mein Leben in einer WG. Und zwar habe ich das mehr als 10 Jahre durchgezogen. Ich sage euch, das war eine Zeit. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich würde sagen, los geht's. Wie hast du Gerald eigentlich kennengelernt? Das ist eine sehr coole Geschichte, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Genau, also ich habe ja Gerald im Berufsbildungswerk kennengelernt und es war so, es war der erste Tag von unserer Ausbildung und da gab es so eine Eröffnungsveranstaltung in der Mensa, so da wurden wir alle aufgerufen mit Namen, so da wurden halt die Gruppen gebildet, ne, die Ausbildungsklassen und naja, dann wurde halt der Name von Gerald aufgerufen, meiner so und dann sind wir so rübergelaufen ins Büro. Also es war so, unser Büro war in der ersten Etage, ja, und wir mussten da mal mit so einem Treppenlift hochfahren so und wir waren so 5 Rollstuhlfahrer in der Klasse und es war übelst ekelhaft. Denn es hat ewig gedauert, bis alle 5 Rollstuhlfahrer mit so einem langsamen Treppenlift hoch und runter gefahren wurden. Von da habe ich Gerald direkt mal gefragt, ey, kannst du mal hier meinen Rollstuhl nehmen? Das geht ja hier viel zu lange. So. Ich kann laufen, keine Angst, nimmst einfach meinen Rollstuhl. Er so, ja, mach ich gerade kein Ding. Ja, und dann, so, das war der, also das, mein Rollstuhl war so der Eisbrecher. Ja, und dann war es eigentlich so, ey, du lebst doch auch im Internat 1. Ja, ich auch. Ich lebe im selbstständigen Bereich. Wenn du mal Bock hast, kommst du einfach mal runter und wir chillen eine Runde. Ja, das waren so die ersten Gespräche. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine WG zu gründen? Also wie wir auf die Idee gekommen sind, ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten beide keinen Bock aufs Internatsleben. Gerald hat mich gefragt, ey, hast du Bock auf eine WG? Ich so, ja. Ja, dann lass planen, lass beantragen und lass machen. Ich so, okay. Und dann haben wir es gemacht. Woher wusstest du, dass Gerald vertrauenswürdig ist? Da gab es so eine kleine Vertrauensgeschichte mit einem Feuerzeug oder eine Geschichte, sagen wir mal, nicht Vertrauen, sondern hält man sein Wort und hat man es drauf oder hat man es nicht drauf, ja. Es war so, wir saßen in der Raucherecke, ich Feuerzeug in der Hand, ich so animiert so, werf das so und er sagt so, traust dich nicht, du hast die Hose voll und so. Ich so voll ausgeholt, ihm fast das Feuerzeug gegen den Kopf geworfen, es ist hinter ihm an der Scheibe zerplatzt und er war voll beeindruckt von, dass ich es halt drauf hatte und mein Wort gehalten habe, weil ich gesagt habe, natürlich schmeiße ich das Feuerzeug auf dich, was glaubst du denn eigentlich? Ja, und so wussten wir, ey Mann, der hält sein Wort, der steckt nicht zurück so, da wurden die Fronten geklärt und dann war gut. War ein schönes Erlebnis. Ich kann mich immer noch an den Blick erinnern von Gerald, der war so. Gab es Hürden oder Schwierigkeiten, diesen Plan umzusetzen? Also ob es Hürden gab, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Hürden waren ganz normal, wie bei jedem anderen Menschen, der nicht behindert ist. Es gibt halt so Sachen, wenn man flügge wird und in eine eigene Wohnung zieht, die Verwandten sind ein bisschen, naja, ob das so klappt, weiß man nicht. Und eigentlich sind es ganz normale Hürden. Ne? Man braucht eine Wohnung, wo man klarkommt mit dem Rollstuhl, wo man halt sich eigenständig und selbstbestimmt bewegen kann. Man muss natürlich das Finanzielle alles klären. Man muss zum Beispiel gucken, also ein Beispiel, ne, es wäre blöde, wenn man ein neues Laminat da reinlegen möchte, aber dann kommen zuerst die Möbel. Ne? Also man sollte erst das Laminat legen und dann kommen die Möbel. So, das sind halt so Planungsdinge. Wir haben dann halt die Betreuer vom Berufsbildungswerk benutzt und deren Autos, um Baumaterial zu transportieren. Und die Betreuer mussten dann oder haben dann, so lieb wie sie waren, unser ganzes Laminat, dann weiß ich, wie viele Kilo in unsere Wohnung geschleppt. Und so, also es war ein organisatorischer Aufwand und finanziell waren wir uns mit Gerald von vornherein einig. Also was Geld anging, hatten wir klare Regeln, die wir unser komplettes WG-Leben eingehalten haben. Gerald hatte damals richtig viel Geld, der hatte also unsere Erstausstattung finanziert
Und ich habe das dann ganz zuverlässig abgezahlt bei ihm. Und das war einfach klar so. Um Geld haben wir uns nie gestritten. Das war die erste Regel, die wir aufgestellt haben, bevor wir die Wohnung gesucht haben. Von daher war das auch keine Hürde. Musste irgendetwas beantragt werden, dass ihr aus dem Internat ausziehen konntet? Genau, also vom bürokratischen Aufwand mussten wir eigentlich nur den Antrag stellen bei der Agentur für Arbeit, dass wir halt aus dem Internat ausziehen wollen und in eine eigene Wohnung ziehen möchten. Es war nämlich so, dass man im Internat nur ein Taschengeld bekommen hat von 93 Euro. Also richtig viel Kohle. Spaß. Und wenn man nämlich ausgezogen ist, dann hat man eine Ausbildungsvergütung von um die 600 Euro bekommen. Und um diesen Antrag genehmigt zu bekommen, musste man ein Gutachten von seinem Sozialpädagogen bekommen. Der musste dich halt so einschätzen und sagen, ja, der kann das oder der kann das nicht. Und wie ihr im letzten Video ja gehört habt, wenn ihr es geschaut habt, ich und der Sozialpädagoge, der für mich zuständig war, wir waren nicht so die besten Freunde. Also, naja, musste mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren und so. Ja, und wenn was ist, komme ich zu ihnen und frage sie und sie sind so toll und so. Und dann ging das alles. Dann hat er das Formular ausgefüllt und alles war schick. Ja, und für die Agentur für Arbeit war das dann gegessen. Die haben natürlich Kohle gespart, ne? Weil ob sie halt Geld fürs Internat bezahlen oder meine Ausbildungsvergütung, da sparen die natürlich richtig Geld, weil so ein Internat ist verdammt teuer. Und ja, von daher, das war alles. Wie lange hat es gedauert, bis ihr eure Wohnung gefunden habt? Also das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, das ging relativ schnell und wir hatten den Luxus, einfach mal eine fette Dreizimmerwohnung einziehen zu dürfen. Das war gut, als Auszubildende. Wir hatten richtig Kohle zu der Zeit, ich sag's euch. Wurdet ihr beim Umzug unterstützt? Also beim Umzug hatten wir definitiv Hilfe. Ne? Es ist klar, wenn zwei Menschen mit Behinderung umziehen, dann brauchen die Hilfe, weil ohne die läuft's einfach nicht. Und da bin ich heute noch extrem dankbar. Einmal an die Betreuer vom Berufsbildungswerk, die, wie gesagt, unser Laminat transportiert haben. Ich weiß immer noch, wie der Typ geschwitzt hat. Der konnte gar nicht mehr. Und dann bin ich meiner Familie sehr dankbar, denn das war so eine krasse Hauruck-Aktion, wie wir da ausgezogen sind. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben an einem Tag die Möbel gekauft und aufgebaut. Und also meine Mutter war dabei, der Freund von meiner Mutter, mein Onkel und so, die ganze Familie halt. Wie hast du mit Gerald deine Wohnung eingerichtet? Das ist eine gute Frage, wie wir unsere WG eingerichtet haben. Ich meine, es war echt krass, ja. Wie ich ja schon gesagt habe, im Gerald hatte ordentlich Geld und wir hatten an einem Tag Möbel. Aber bevor die Möbel kommen, muss man natürlich die Wohnung gestalten, ja. Und was macht man denn, wenn man zu viel Geld hat, jung ist und vielleicht nicht immer so ganz nüchtern? Also wir hatten gelbe Wände, wir hatten blaue Teppiche, mein WG-Zimmer, also mein Schlafzimmer war orange mit einem blauen Teppich, das passt überhaupt nicht. Ne? Blau ist eine kalte Farbe und eine warme Farbe an den Wänden und ich habe halt komplett orange gehabt. Das war nicht nur eine Wand oder so, das war halt komplett. Was ich mir da eingebildet habe, weiß ich auch nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, der Gerald hat einfach mal eine Woche krank gemacht, um das Laminat zu verlegen und er hatte vorher noch nie ein Laminat verlegt, dementsprechend sah es dann ja doch aus. So. Aber es musste halt gemacht werden, weil wir wussten ja, die Woche drauf hat unsere Familie Zeit und da hatten halt alle Zeit und dann kommen halt die Möbel, also müssen wir halt fertig werden. Das war halt ziemlich krass. Und ja, also wir hatten also eine übelst bunte WG. Es war echt krass. Aber so ist das halt, wenn man es sich leisten kann. Wie war die erste Nacht in deiner Wohnung? Die erste Nacht in meiner eigenen Wohnung kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich war wirklich zugezogen bis oben hin. Das war halt Einweihungsparty, was soll ich sagen? Tut mir leid, da habe ich Erinnerungslücken. Wie fanden es deine Eltern, dass du aus dem Internat ausgezogen bist? Ja, also was meine Mutter davon gehalten hat, ich sage euch, das war krass. Weil diese Erfahrung hat mein Verhältnis mit meiner Mutter echt nachhaltig geprägt. Ich bin mit 17 zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, so Mutter, ich habe keinen Bock mehr aufs Internat, ich ziehe jetzt mit einem fast fremden Menschen zusammen in eine WG und da ich den Vertrag noch nicht unterschreiben darf, mach mal bitte. Und meine Mutter hat so gesagt, was? Bist du irre? Das kannst du doch nicht, das schaffst du doch nicht. Und ich habe dann meiner Mutter einfach die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, also wenn du das jetzt nicht unterschreibst, ich habe in 2 Wochen Geburtstag, dann bin ich 18, dann mache ich es selber. Wie war die erste Zeit,
in eurer gemeinsamen Wohnung? Also, wie war die erste Zeit so für mich? Das waren halt so typische Probleme. So, wir bringen den Müll runter, scheiße, wir müssen abwaschen, ey, wir müssen irgendwie mal die Wohnung sauber machen, irgendwie, hier liegen überall Klamotten, wer wäscht denn hier eigentlich die Wäsche? Und verdammt, was essen wir zum Abendbrot? So, das waren die ersten Probleme, die wir so hatten. Welche Hilfe brauchst du im Haushalt? Das ist eine schwierige Frage, aber naja, so Boden wischen, Staubsaugen, Staubwischen, so, das sind so die Sachen, die man als Rollstuhlfahrer, also die kann man halt, aber der Zeitaufwand und der körperliche Aufwand ist enorm. Von daher ist es immer besser, wenn das ein Läufer macht. Gab es einen WG-Plan, wo drauf stand, wer für was zuständig war? Nee, einen Plan hatten wir nicht, auf gar keinen Fall. Wir waren so weit entfernt von dem Plan, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bist du durch das WG-Leben selbstständiger geworden? Ey Leute, diese WG hat mir eine komplett neue Perspektive eröffnet und hat mein Leben einfach mal um 180 Grad gedreht. Ich war wirklich ein richtiges Opfer, so ein richtiger Vollpfosten, bevor ich in diese WG gezogen bin. Ich habe mich auf andere Leute verlassen, ich habe mich bedienen lassen, ich habe mich teilweise sogar schieben lassen, ja? Ich war so richtig behindert. So richtig, wie man sich das so klischeehaft vorstellt. So war ich. Und durch die WG wurde ich so, wie ich heute bin. Selbstbestimmt und einfach frei. Selbstständig. Früher habe ich mich behindert gefühlt, heute auf gar keinen Fall. Heute bin ich einfach ein Mensch wie jeder andere. Und das verdanke ich der WG mit Gerald. Und vor allem mit dem Gerald. Als es irgendwann mal hieß, die WG-Zeit ist zu Ende. Wie erging es dir dabei? Ich sage euch, die WG-Zeit war ja dann zu Ende, wo ich mit Sandra zusammengezogen bin. Und für mich war es wie eine Scheidung, ja. Als ob ich mich von meinem Ehepartner getrennt habe. Es war traurig. Ich wollte nicht ausziehen. Ich habe Gründe gesucht, um da noch weiter zu wohnen. Zum Beispiel so ein Grund war, auch unsere Matratze für unser neues Bett, das passt noch nicht ganz. Wir warten noch 6 Wochen, bis die neue Matratze kommt. Und das ging dann so weit, bis Sandra und Gerhard komplett ausgerastet sind und gesagt haben, Alter, du nimmst jetzt diese scheiß Matratze, die ist groß genug, da könnt ihr beide drauf schlafen und in 6 Wochen kommt die neue. Das ist ja kein Grund, um noch weiter hier zu wohnen. Jetzt verpiss dich endlich. Ich wollte aber nicht. Es war wirklich so. Es war sehr emotional. Was nimmst du im Nachhinein aus dieser WG-Zeit mit? Ja, das hatte ich ja schon so ein bisschen erwähnt. Also diese krasse Förderung der Selbstständigkeit. Dieses endlich Teilhaben am wirklichen Leben mit allen Problemen, die man so hat, Rechnungen mit bezahlen, sich einen Job suchen, Geld organisieren, Party machen, Leute treffen, Frauen einladen, alles was so dazugehört. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Das war für mich der Beginn einer Ära. Der Ära überhaupt so. Davor war alles Sonderschulsystem und Behindertsein. Und dann hat es angefangen, das Leben. Versteht ihr, was ich meine? Dann wurde es krass. So krass, das konnte ich mir davor überhaupt nicht vorstellen, wie krass es wirklich wird. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich jetzt selbstständig bin, einen Verein habe, richtig coole Freunde habe. Diese WG hat mich so krass gefördert, wie es hätte nicht anders besser sein können. Ja, so, das war schon wieder für heute. Das war meine Geschichte von meiner ersten WG in meinem Leben und was sie für mich bedeutet hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wie seht ihr denn so ein WG-Leben? Was habt ihr so für Erfahrungen? Seit wann seid ihr wirklich selbstständig und unabhängig? All das würde mich interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich richtig drauf, das alles zu lesen. Habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Dann schreibt auch diese in die Kommentare. Hier irgendwo findet ihr unser letztes Interview. Und die letzte Geschichte, die ich euch erzählt habe. Jo, hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken und diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wie immer, kommt gut durch die Pandemie, bleibt schön gesund, macht es gut. Bis zu einer neuen Folge von Normalo TV. Tschüssi!